da ich ja momentan meinen Pony rauswachsen lasse, bin ich jetzt im Moment natürlich immer auf der Suche nach der perfekten Übergangsfrisur. Ja, leider ist das Problem, dass Übergangsfrisuren eigentlich meistens relativ schrecklich aussehen, seien wir da mal wirklich ehrlich. Aber ich habe jetzt so ein paar Frisuren für mich entdeckt, wo ich sagen kann, die mag ich eigentlich ganz gern. Ja, das wollte ich euch jetzt heute einfach mal zeigen und wenn euch das interessiert, beziehungsweise das Video an sich oder die Frisuren, dann bleibt doch einfach dran. Ihr seht, der Pony ist so lang. Ich zeige euch heute daher meine vier Lieblingsfrisuren, bei denen der Pony nicht einfach nur nach hinten gesteckt wird, weil das eben nicht so mein Ding ist. Natürlich habe ich hier jetzt nicht das Rad neu erfunden. Es soll einfach so einfach wie möglich sein. Für die erste Frisur benötigen wir einen Stielkamm, eine Bürste, einen Föhn, ein Glätteisen und ein Haarspray. Mit dem Kamm ziehe ich zunächst einen einfachen Seitenscheitel. Im nächsten Schritt föhne ich die Seite mit mehr Pony, wie bei so einer 80er Föhnfrisur, erst nach oben, dass der Pony eben nicht ins Gesicht hängt und dann auf die Seite, dass er eben auf dieser einen Seite dann auch bleibt. Das Ganze wird mit Haarspray fixiert und dann ist der wichtigste Teil dieser Frisur auch schon fertig. Jetzt kommt aber noch das Glätteisen ins Spiel. Dazu kämme ich meine Haare gründlich durch und beginne ab der Mitte der Längen Wellen zu machen. Ich liebe diese nach unten hin auslaufenden Wellen total. Das Ganze wird dann noch mit Haarspray fixiert und dann noch so ein bisschen durchgeknetet. Um einen Ausgleich zu den nun voluminösen unteren Längen zu schaffen, tubiere ich noch beide Seiten und den Hinterkopf leicht an. Für Frisur 2 benötigen wir einen Kamm, also einen Stielkamm, eine Bürste, ein paar Bobbypins, ein Glätteisen und wieder Haarspray. Hier ziehe ich einen tiefen Seitenscheitel. Der gesamte Pony kommt dabei auf eine Seite. Mit einem Bobbypin stecken wir den Pony erst einmal weg, darum kümmern wir uns nämlich erst später. Jetzt widmen wir uns erstmal der Seite mit weniger Haaren und teilen direkt am Scheitelansatz eine dünne Strähne ab in zwei Strähnen und drehen diese Strähnen dann ein, indem wir immer jeweils eine Strähne dazu nehmen, sodass es dann am Ende eng am Kopf liegt. You will not take for free.
Dafür wird er mit einem Bobbypin befestigt. Die restlichen Haare kommen einfach auf die andere Seite. Die Seite mit den Haaren wird nun gewellt wie bei Frisur 1. Da ich die Wellen noch im Haar habe, lasse ich diesen Schritt weitgehend weg und bessere nur noch einmal nach. Und da bin ich auf einmal nicht mehr im Fokus, während der Hintergrund in Schärfe erstrahlt. Wie konnte das passieren? Naja, egal. Diese eine Seite soll bewusst voluminös sein, weshalb ich oben den Ansatz tupiere. Der Pony noch einmal ordentlich weggesteckt und unter dem Decker versteckt. Eigentlich könnte man das Ganze jetzt so lassen, aber ich weiß, dass ich ständig damit beschäftigt wäre, die Haare aus dem Gesicht zu streichen, deshalb stecke ich sie weg. Viele von euch finden, das sieht so ein bisschen hingeklatscht aus, aber ich mag eigentlich gerade das. Naja, die Geschmäcker halt. Für Frisur 3 benötigen wir einen Stielkamm, eine Bürste und einen Föhn. Der erste Schritt und eigentlich der wichtigste ist es, mit dem Stielkamm einen Mittelscheitel zu ziehen. Und damit die Haare dann da bleiben, wo sie sein sollen, föhne ich den Ansatz direkt am Scheitel, direkt in die jeweiligen Richtungen. Wenn man will, kann man das dann noch mit Haarspray fixieren und dann wären wir auch schon fertig. Für Frisur 4 benötigen wir einen Stielkamm natürlich, eine Bürste natürlich auch und ein Haargummi. Zunächst gehen wir genauso vor wie bei Frisur 3 und machen uns dann einen gewöhnlichen Dutt. Mir gefällt die Kombi mit dem Dutt und diesem Vorhangpony eigentlich total gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!